Moin und guten Tag bei der dreckigsten Scheibe der Welt. Ich fahre jetzt gerade von Leer. Ja, es gibt ein Kaff, das heißt Leer. Es ist an der holländischen Grenze. Und fahre jetzt gerade von Leer nach hier Lingen. Und sitze halt in meinem LKW und wie immer mache ich so mein Köpfchen und allem drum und dran. Und da habe ich gedacht, okay, ich labere euch nochmal hier ein bisschen voll. Gut. Jetzt die Frage, was wollt ihr lieber sehen? Meine Fresse oder die Straße? Und heute mache ich es mal andersrum. Ich präsentiere euch die Straße. Ihr könnt in den Kommentaren, ich mache diese Videos aber jetzt immer mal so zwischendurch, so kann ich ja so ein paar Sachen klarstellen, so ein bisschen was erklären und so. Da, wie soll ich das sagen, dann kommen wir so ein bisschen. Was gefällt euch besser? Straße, ihr habt ein bisschen Action? Oder meine Fresse, ihr habt mein Gesicht? Sucht euch das aus, wie ihr es haben wollt, so kriegt ihr es. So, dann fahren wir mal schön in den Sonnenuntergang, meine Spätschicht ruft. Ja, ich wollte eben ein paar Sachen erzählen, so Wochenende und allgemein und wenn mir halt so einfällt, weil das LKW fahren ist so wie jetzt meine einzig ruhige Zeit, wo ich wirklich mal euch voll schnacken kann. Und das tue ich jetzt auch. Also, Warnung vor dem Schnacker, noch könnt ihr abschalten. Gut, also erstens, ja. Das Treffen in Hamburg, Antakten heißt das. Ich hau nachher einen Link in die Beschreibung zu der Facebook-Geschichte. Das ist aber irgendwie nur so ein paar Trabi-Fahrer treffen sich. Oder warte mal, hier einen Knopf drücken. Da ist er ja. Ich habe die Sonne gesehen. Ja, ein paar Trabi- oder Ostauto-Fahrer, die treffen sich. Ist übrigens gleich der Ems-Tunnel. Und schnacken halt so ein bisschen und dann gehen sie alle einen Kaffee trinken. Mein Ziel ist eigentlich ein anderes. Hamburg ist eigentlich ein zentrales Kaff, bei uns so in Deutschland. Und ich habe überlegt, vielleicht kann man da mal ein paar Leute treffen, die hier diese Videos schauen, die ein bisschen hier, ja halt, wie soll ich sagen, ein paar originale Fuscher von uns halt. Dass wir uns dann mal in Hamburg treffen, dann entweder halt das Programm von dem Treffen da mitmachen oder was Eigenes machen, vielleicht noch irgendwo ein Lost Place erkunden gehen, wenn es da irgendwo eins gibt oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Einfach einen schicken Tag machen. Das ist so mein Plan. Da hatte ich gedacht, also Ausgangsposition halt dieses Treffen eventuell. Ne? Also ich werde mit meiner Gurke dahin fahren, mit meinem Trabant. Mit dem super tollen Motor drin. Ja, das ist ein Motor, der hat sehr viel Kritik bekommen, weil der mit gebrauchten Teilen zusammengebaut wurde. Hat mich jetzt insgesamt, ich glaube, ja, 600, 700 Kilometer nicht im Stich gelassen, aber ist schon eine Ausnahme, damit diese Hamburg zu fahren, sag ich mal so. Den ganzen Geräuschen, die er macht. Aber ich mach's trotzdem. YOLO. Ich schmeiß den zweiten in den Kofferraum. Falls der Arsch geht, tausche den Motor halt auf der Autobahn eben schnell aus. So mache ich das. Das ist der Plan. Übrigens ist der Motor, der im Kofferraum ist, auch nicht getestet. Also, rechnet sich das so hin und her, ne? Hoffen wir mal, dass das Originalgerät da hält. Mützchen aufsetzen hier, weil hier ist das so sonnig. Ich fange ja gleich das Emsland an. Und in Emsland ist das Wetter ja immer schön. Ja, gut. Wie gesagt, wer Bock hat, sich mit mir zu treffen, ich poste, wann ich losfahre. Facebook oder was weiß ich, oder mache ein Video. Mal allgemein von der ganzen Story im Video. Also, wenn jetzt keiner von euch kommen sollte, was gut sein kann, muss ja nicht unbedingt, dann mache ich halt Kaffee trinken, mein Treffen und dann fahre ich ja wieder zurück. Das ist nicht dramatisch, ist auch cool. Da geht es halt darum, mal ein bisschen mit der Gurke rauszufahren, den Motor ein paar Kilometer zu geben. Deswegen. Jacke wie Hose. Ja. Gut. Ihr könnt ja auch in der Kommentare mal posten, was ihr davon haltet. Ob ihr da auch hinfahren würdet, ob ihr in der Nähe wohnt. Ob ihr irgendwelche Lost Places bei Hamburg kennt oder sowas, die man sich mal angucken kann, wenn ich schon mal draußen bin. Ne? Ich weiß nicht, ob meine Frau mitkommt. Wenn meine Frau mitkommt, ist ein Lost Place eventuell so eine Sache für sich. Aber wenn Frau nicht mitkommt, was ich denke, weil sie nicht so gern Trabi fährt auf Langstrecke, oder allgemein nicht gerne Trabi fährt, ja, dann haben wir unsere Ruhe. Ach ja, am Samstag kommt übrigens ein hier Gurken-Vorbereitungsvideo für diese Scheiße, weil du musst alle Reifen draufballern und einzig und zack. So, Handwechsel. Dieses Video wird übrigens wahrscheinlich heute Nacht nach meiner Spätschicht hochgeladen. Nur eben, dass du Bescheid bist. Ja, was noch? Zu der JP-Geschichte. War ja auch heute, boah, ist das nervig. Wollte ich so gucken, sehe ich nichts mehr. So, so, ja.
zu der JP-Geschichte heute. Wie gesagt, Titel war echt kein Clickbait. Ja, vielleicht ein bisschen. Nein, auch ein klein bisschen war es dann, aber auch nur halt, dass die betreffenden Leute halt dann, sag ich mal, da hätten sie vielleicht mal lesen und sich mal anhören, was ich da sage dazu. Ja, was habe ich davon gehabt? Meine Stasi, ihr habt wieder gut zugeschlagen. Also ich habe sehr viel Zuspruch von euch bekommen, also Dankeschön dafür. Aber einer zum Beispiel hier, der hat dauerhaft ein paar Gleiche gepostet und einer meiner Videos, ich sag's da wie blöd, da zu löschen, da musste nicht sein. Deswegen ist das ganze Video heute flöten gegangen. Weil meine Frau jetzt gerade in diesem Moment hochlädt. Gegen 18 Uhr oder was. Also denke ich mal, für uns heute Abend vielleicht wieder noch nerven. Also, ne, irgendwie so. Das hier lade ich, wie gesagt, nachts hoch. Ja. Meinen Kollegen hier reinwinken. Guck mal, Lichthupe, sagt er Bescheid, ich darf reinfahren. So machen LKW-Fahrer das. Da hinten muss ich jetzt. Winkt er? Ne, winkt er nicht. Egal. Aus Litauen kommt er. Der hat ein gutes Stück vor sich noch. Dann nach Hause. Ja. Also, nochmal eben zum Mitschreiben, falls irgendwie jemand gerade ein Edding in der Hand hat. Also, ich finde JP geil, ich gucke die Videos gerne. Ist ja das Gegenteil von dem, was ich mache. Kann man nicht mit mir vergleichen. Will man auch nicht mit mir vergleichen. Ist Schwachsinn. Und hier, ich will da auch keinen Streit mit haben. Warum denn? Das ist ja totaler Schwachsinn. Brauchen wir nicht. Kriegen wir auch so hin. Ja. Was sich auf diesem Kanal entwickelt, so in Zukunft, das ist ein anderes Thema, weiß ich auch noch nicht. Das sehen wir dann. Also momentan kann ich ja meinen Schnitt mit jedem Tag im Video gerade noch so halten. Das ist momentan jetzt in der hier Spätschicht nicht so einfach, weil meine Frau mit der viel helfen muss, mit hochladen und sowas, wenn die Dinger fertig gerendert sind. Ich muss mich dringend auch mal hier mit anderen Programmen beschäftigen. Ich habe ja den Windows Movie Maker und das ist der letzte Müll eigentlich. Eigentlich ist das Programm super zu bedienen, aber es braucht halt ewig lange zum Rendern. Also ich habe mit dreiviertel Stunde für ein 40 Minuten HD-Video. Ich weiß, klingt nicht lang, ist auch nicht lang. Ist eigentlich ziemlich schnell. Aber hier, ich hätte gerne ein Programm, was über die Grafikkarte rendert. Weil mein i7 ist nicht der schnellste. Ich habe nur ein 2600K. Das ist ziemlich Gurke, bisschen übertaktet. Aber ich habe eine mega fette Grafikkarte, eine 1080 Ti. Eine GeForce bei mir drin. Und ich würde gerne über dieses Ding auch rendern. Weil dann muss es dementsprechend schnell gehen. Und ich habe halt dann jeden Tag eine halbe Stunde länger zum Arbeiten, sag ich mal. Oder so. Hin und her. Oh, die war aber schnell. Ja, hin und her tüdeln da. Ja. Ja, sonst allgemein mal. Ja, also ich mache das gerne, wirklich gerne. Also mir macht das Spaß. Ich meine, ich kriege ja auch fast nur wirklich hier gute Kommentare zu meinen Videos. Hätte ich am Anfang nie gedacht. Ich filme nur meinen Alltag mit. Also, was halt so kommt. Heute zum Beispiel kommt der pinke Golf, oder ist der pinke Golf gekommen. Morgen wird er wahrscheinlich fertig gemacht. Wahrscheinlich, weil ich genau weiß ich es auch nicht. Dann noch unsere Pfandflaschengeschichte. Das ist eine ähnliche Scheiße wie die Wette mit dem Trabi-Motor. Das kann gut sein, dass irgendeine Person, die auf den Trabi-Motor gewettet hat, jetzt, dass er auseinanderfliegt in so und so vielen Kilometern damals, dass das Ding jetzt hier Nackenhart macht. Und auch wegen der Hamburg. Aber das ist halt so. Das gehört dazu. Das gehört zu dem Audi dazu und zu so hier solchen Experimenten. Wer Experimente macht, der muss auch auf den Fresser fliegen können. Ganz einfache Story. Ja. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ja, ich fahre jetzt weiter in Richtung Leben. Ich mache meine Spätschicht jetzt weiter. Ja, was soll ich sagen? Eben nur einmal so an euch. Ich werde das Video auch irgendwie nennen, irgendwie. Keine Ahnung. Ich überlege mir was. Ne? Ich danke euch. Ich danke euch wirklich für jedes Kommentar, jedes Abo. Und ich finde, mir macht das echt Spaß. Meine Frau guckt mittlerweile auch immer und sagt mittlerweile auch, hat tatsächlich Zukunft, was du da machst. Am Anfang haben die mich alle so ein bisschen belächelt. Und jetzt langsam merkt man so ein bisschen durch euch, dass halt dieses hier mit YouTube eigentlich ganz geil läuft. Also das ist, macht ja echt Spaß und da kommt eine Resonanz und wenn da so eine Resonanz von kommt und eine Antwort drauf kommt, dann ist es natürlich geiler. Wenn du Videos machst und kein Schwein darauf antwortet, ist klar, macht keinen Spaß. Aber so wie es jetzt ist, saugeil. Ja, gut. Ich würde sagen, ach so, mach mal so ein paar Videowünsche unten rein. Was, worauf ihr wohl Bock hättet. Jetzt nichts Übertriebenes, also ich würde jetzt nicht mit einem Reventon durch die Gegend jagen, aber ja, ist halt. Ihr wisst ja, wie das ist. 2x50 in der Tasche, aber Videos drehen. Gut. Halt die Ohren steif. Bis morgen oder so. Sehen wir ja dann. Halt die Ohren steif. Immer noch die Ohren steif. Ach scheiße, ich wiederhole mich jetzt schon. Liegt vielleicht daran, weil der Schatten ist. Gut. Bevor die Sonne wieder da ist, ist das Video beendet.
Also bis dann, haut rein, habt euch lieb und bis die Tage. Tschüss.